dem Rockharz Open Air in Weinstedt und bei mir sind jetzt Desperados. Hi. Hi, servus. Sowohl euer zweites Album als auch euer drittes Album, das waren ja Konzeptalben. Und auch das letzte Album, was jetzt rausgekommen ist, Dead Man's Hand, war ja auch wieder ein Konzeptalbum. Es geht ja um Wild Bill. Ja, wie lautet denn seine Geschichte? Bei Wild Billy Cook ist das Interessante, dass er, um es kurz zu machen, jemand war, der unglaublich erfolgreich war in der Zeit am Colt. Also er war unglaublich schnell, wie man halt so typisches Klischee. Jeder hatte vor ihm Schissen. Das Interessante ist, dass er eigentlich die Hälfte seines Lebens blind war oder nahezu blind. Das wusste nur niemand. Wenn es jemand gewusst hätte, hätte er natürlich über den Haufen geschossen und gesagt, war derjenige, der Wild Billy Cook erschossen hat. Die Story ist aber aus dem Grund so interessant, weil er auf seine älteren Jahre versucht hat, sich eigentlich von dem Ganzen zu lösen und eine Silbermine gekauft hat und sich niedergelassen hat in einer Stadt namens Deadwood. Hat da seinen Lebensunterhalt mit Pokerspielen verdient. War im Saloon Number 10 eigentlich jeden täglich zu sehen, mit dem Rücken an der Wand grundsätzlich, hatte seinen eigenen Platz, damit falls irgendwelche Widersacher von vergangenen Jahren kommen, damit er die irgendwie noch einigermaßen mit seinen kaputten Augen sehen kann und vielleicht noch die Chance hat, die Flucht zu ergreifen. Und es gab aber halt nun mal einen Tag, wo er nicht mit dem Rücken an der Wand saß, weil halt eben er zu spät kam in den Saloon. An dem einen Tag war es so, dass ein alter Widersacher, der sein Hab und Gut verloren hatte, ihn während dem Kartenspiel in den Hinterkopf geschossen hat. Und Wild Billy Cook fiel während dem Kartenspiel mit dem Blatt auf der Hand auf den Tisch. Pik Ass, Kreuz Ass, Pik 8, Kreuz 8 und eine verdeckte Karte, was ein Joker war, auf dem Tisch. Man sagt, es war ein Joker. Auf dem Tisch. Und seitdem ist das Blatt bei allen Pokerspielern, bei allen Profi-Pokerspielern, dieses berühmte Dead Man's Hand. Und das ist halt so eine, wie gesagt, eine Geschichte, die eigentlich schon reichen würde, wenn man dann recherchiert, dann stellt man fest, dass dies noch weitaus noch interessanter ist, weil es halt noch Aspekte öffnet, wie zum Beispiel, dass derjenige, der ihn erschossen hat, vorher in den Badlands war. Die Badlands war Chinatown von Deadwood, wo Opiumhüllen waren, war total zugedröhnt und dann jemand eben rücklings in Kopf schießt. Ja. Sitzt ihr auch mal zusammen, guckt dann Western, entscheidet, welcher ist der nächste, der vielleicht... Ja, ich sag mal, auch, bestimmt auch, ja, mitunter, ja. Man fällt zu sehr in das Hollywood-Klischee und das ist es nicht. Von denen war keiner ein Held, keiner, das waren Assis. Wie gesagt, wir beschäftigen uns eigentlich eher mit der Geschichte, anstatt mit irgendwelchen Hollywood-Western. Das ist nicht, dann lieber Spaghetti-Western, das ist so unser Ding, also so Italo-Western, wo dann eher dreckig sind, wo eher Rock'n'Roll sind. Der Punkt ist halt, dass es in meinen Augen jetzt, und ich denke in den Augen der Band, dass für mich schon als kleines Kind Sergio Leone-Filme und damit auch die Musik von Ennio Morricone viel härter war, vom Härtegrad her, weil für mich war das damals schon vom Gefühl her das, was für viele Mettler Mittelalterssachen sind. Für mich war das furchtbar hart. Ich finde so eine Showdown-Szene so hart, oder spiel mal das Lied vom Tod zum Beispiel, ja. Ich finde es von den Gitarren her, das ist für mich Heavy Metal, das ist so hart, das ist so unfassbar hart und staubig und dreckig, dass eigentlich mich schon immer gewundert hat, dass es dann dass sowas noch nicht vorher gab. Ich meine, was hat Country mit der Zeit zu tun? Gar nichts. Es ist halt unsere Aufgabe, unsere Mission, eben dieses Feeling dieser Spaghetti-Western zu vertonen, dem Publikum, Freunde der Hartmusik eben das Ganze als Hörspiel darzubieten. Mal was anderes zu machen einfach. Und das versuchen wir und wir sind unglaublich gut da drin. Habt ihr denn schon noch ein neues Album geplant? Klar. Gibt es da auch schon eine Grundlage, einen Film? Ja, es ist kein Film, es ist eine Story. Und zwar ist es die Story von Sundance Kid eigentlich. Ja? Vor exakt 8 Jahren wurde rausgefunden anhand von Gen, was machst dann du jetzt da? Von Gen-Tests wurde rausgefunden, dass in den Gräbern, wo es hieß, also wurden etliche Filme gedreht, die Filme kann man alle wegschmeißen jetzt, weil die Filme stimmen nicht, weil in den Gräbern liegen gar nicht die Jungs drin. Sie wurden also bei dem berühmten Showdown am Ende gar nicht erschossen. Ihr wart jetzt ja mit Desperados zumindest das erste Mal hier auf dem Rockhard. Ja, ne? Ja. Ich finde es saugeil. Deswegen habe ich auch auf der Bühne nochmal mich viel zu lange bedankt, aber nicht überzogen. Weil ich finde es saucool, was hier passiert ist.
Auch von der Organisation finde ich echt saucool. Also Riesenkompliment. Ein Riesenkompliment, ehrlich. Riesenkompliment. Also, siehst du auch jetzt gerade, weil wir Riesensteigerung. Klar, Riesensteigerung. Und war denn der Auftritt cool? Der Auftritt war der Hammer. Ja, weil das Publikum halt auch super geil ist. Ja. Wir haben in der Mitte vom ersten Song habe ich einfach die Leute grinsen gesehen, wie sie mitmachen. Und sowas ist einfach geil. Dann bedanke ich mich für das Interview. Und wir bedanken uns. Super cool. Ja, ihr könnt noch ein paar Worte an die Fans loswerden, wenn ihr möchtet. Ich fange an. Ja, vielen Dank für euch heute und Rock Hearts. Ihr wart super geil heute drauf. Ihr habt wirklich mit uns mitgefeiert. Das schätzen wir und da haben wir auf jeden Fall auch noch mehr Spaß auf der Bühne. Ja, ebenfalls muss ich sagen, als ein Lob an die Organisatoren dieses Festivals. Hat super Spaß gemacht. Man wird hier also gut behandelt. Super behandelt, ja. Es geht zwar besser, aber ja. Das ist okay. Wir würden gerne, sehr gerne, also ich hoffe, der Veranstalter sieht es, nächstes Jahr wiederkommen. Meine letzten Worte sind die, dass ich damals das Rock Hearts damals noch in Erinnerung habe mit Tom. Das war schon eine unfassbare Party und es ist wesentlich größer geworden, von der Atmosphäre her ist es größer geworden, was ich super geil finde, aber es hat den Flair nicht verloren und das ist was ganz Wichtiges.